Gut, Leute, wir sind auf der LAN-Tour in Teil 3, diesmal wieder mit Außenborder. Wesentlich mehr Wasser unterm Kiel. Und ja, hoffen, dass wir diesmal ohne Probleme unsere Ziele erreichen und nicht nur wieder bis Weilburg kommen. Weil Weilburg kennen wir zur Genüge. Der Sigi war noch nicht hinter Weilburg. Und dann werden wir unser Glück versuchen. Ja. Und ein paar schöne Impressionen für euch einfangen. Vielleicht habt ihr Spaß. Und wir können euch so ein bisschen mitreißen. Yo! Voll und ganz die Geschwindigkeit. Ja, ernsthaft? Davor hab ich Angst. Fickvieh. Da sind mir so eine scheiß Fliege ins Auge geflogen. Ah, toll, jetzt wollte ich filmen. Scheiß Liege im Auge. Denk du mal. Ich paddel gleich mit. Ah ja. So, Tag 1 ohne Zwischenfälle, keine Motorausfälle, kein gar nichts. Ein wunderschöner Tag, war super. Wir stehen in der letzten Schleuse, kurz vor unserem Jugendcampingplatz Weilburg, den wir immer gerne nehmen, weil der so ein bisschen wilder ist. Ja. Letzte Schleuse. Und es geht abwärts. Ja, diesmal haben wir unsere bisherigen Anhaltepunkte, Zwangsanhaltepunkte überwunden und sind endlich mal weiter als sonst mit dem Motorboot. Schöne Ecke hier. Sind wir gerade in Weilburg-Odersbach. Natürlich viel los auf dem LAN. Alles schnurrt wie ein Kätzchen. Ja, Wettrennen mit dem Schwan. Du bist aber ein schneller Kerl. Cool. So, mach's gut, Tiger. Oh, er will's noch wissen. Wow. Alter. Nicht schlecht. Ja. Hat schon Speed drauf. Mach's gut. Der ist doch schon fertig. Jetzt hör auf.
jetzt kommt mein Plätzchen gleich. Ah, an einem meiner Lieblingsplätze. Wieder an der Lahn. Schöner Campplatz. Geheim. Den kennt keiner. Zumindest nur ganz wenige. Schön versteckt. Und wirklich ein traumhaftes Eck. Dann sind wir auf dem Weg zu einem alten Lagerplatz von mir, der genau auf dieser Kuppe da oben lag. Mal gucken, wie es da heute aussieht. Bin gespannt. Auf jeden Fall irrsinnig geil aus. Leg dich nicht mit dem Busch an, das ist Weißdorn. Der Weg ist steil. Da unten ist unser Campchen. Ja. Schön. Ah, noch höher. Komm. Lohnt sich. Ja, ganz froh. Dem Himmel entgegen. Der ist gerade da unten rein, in die Höhle. Ein Waschbär. Komm mal runter. Ja. Und ist er unten drin. Ich glaube, der hat hier seine Höhle. Da. Da ist er rausgetürmt. Komm mal her. Und den armen Kerl jetzt eigentlich nicht weiter nerven. Ja, da ist eine Höhle. Und hier unten wird wohl der Notausgang sein. Na gut, lassen wir den armen Kerl im Frieden, ja? Läuft. Hi. Oh, wie süß. Ja. Ja, die deine Vorräte klaut und das Feld kaputt macht, das ist ein Löser, die der Süß. Na du? Dann gehen wir. Ja. Lass mich in der Ruhe. So. Das letzte Mal ein Fuchs hier, der mich besucht hat. So, ihr Lieben, ich denke, das war's für diese Tour. Morgen ist nur noch ein kleines Stück bis Runkelko. Da wird nicht mehr viel passieren. Die schönsten Ecken habe ich für euch eingefangen. Und würde sagen, wir verabschieden uns schon mal vorab, falls morgen nichts Außergewöhnliches passiert von dieser Tour. Und es war eine geile Tour mit allem drum und dran. Es hat alles geklappt. Keine Motorausfälle, alles wunderbar. Und gebe euch noch ein paar malerische Bilder von dieser Kulisse. Okay, den Ziggy müsst ihr euch wegdenken, aber ansonsten ist okay. Das ist schön. So, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen. Bis zur nächsten Tour. Ich wünsche euch was.